Hey, Shinox, bist du wach? Immer, immer. Das arme Ding schläft die ganze Zeit und ich wecke es. Nein. Oh. Nun, ich wollte nur wissen, wie du den ersten Tag fandest. Ich habe gesagt, dass ich nicht wach bin. Verstehst du das nicht? Ich weiß, dass du wie immer reden willst, aber ich habe kein Interesse. Nun, kann ich dich eine Frage fragen? Hast du doch gerade schon. Nun, frag so viel du willst. Ehrlich? Meinst du das? Klar. Das heißt nur nicht, dass ich etwas beantworte. Okay. Ich wollte wissen, warum du dich heute so benommen hast. Die ganze Mission warst du irgendwie komisch. Was hast du gedacht? Team Tacy war so nett zu uns. Warum warst du denn so unfreundlich zu ihnen? Ich vertraue keinem. Du was? Jeder sieht doch nur nach sich selbst. Sie haben alle Masken, damit du denkst, sie scheren sich um dich. Sie sind alle gleich. Der einzige Unterschied ist, zwischen ihnen ist, dass sie entschieden haben, die Masken auszuziehen. Klar, sie scheinen wirklich nett zu sein. Und es war freundlich von ihnen, uns die ganze Belohnung von der Mission zu geben. Aber ich denke, man kann keinem vertrauen. Wie kannst du das sagen? Fühlst du das so? Was könnte nur passiert sein, damit du so denkst? Wenn du allein bist, lernst du an dich selbst zu denken. Da ist schließlich keiner, der das für dich tut. Verstehe. Ich denke, du wirst nicht darüber reden wollen, was mit dir passiert ist. Das solltest du nicht mal fragen müssen. Du kennst die Antwort. Bevor wir schlafen gehen, bitte noch eine Frage. Du sagst, du vertraust keinem. Vertraust du mir? Du hast mir letzte Nacht gesagt, dass du kein Lügner bist. Also bitte sag es mir. Du hast recht. Ich würde sagen, wenn ich lügen, wenn ich sage, dass ich dir vertraue. Aber ich würde auch lügen, wenn ich sage, dass ich dir nicht vertraue. Um ehrlich zu sein, du verwirrst mich. Ich verwirre dich. Ich weiß nicht, wie dein Leben war, aber wenn es irgendwie wie meins war, dann musst du einen, muss er hart gewesen sein, der Weg. Wie kannst du denn trotzdem noch so fröhlich sein? Ist es nicht so, dass es dich manchmal einholt? Ich kann mir das, ich denke, das muss es sein, aber du bist trotzdem so optimistisch. Ich weiß wirklich nicht, was ich von dir halten soll. Ich verstehe dich nicht. Nun, ich sehe Dinge einfach so. Ich bin hier. Ich bin am Leben. Und jeder Tag, den ich hier bin, jeden Tag, sehe ich, wie die Sonne aufgeht. Das ist ein guter Tag. Ach, so kannst du die Dinge doch nicht sehen. Dann schlafwandelst du doch nur durch das Leben. Nun, wenn du das so beschreiben willst, dann ja. Wir haben alle unsere Dämonen, Ängste, Vergangenheiten. Etwas, vor dem wir wegrennen. Ich habe Angst vor dem, was mich zu Hause erwartet. Ich habe Dinge getan, auf die ich nicht stolz bin. Und irgendwann müssen wir alle eine Entscheidung treffen. Wenn unsere Beine nachgeben und wir nicht mehr rennen können, sind wir in der Lage, unsere Ängste zu besiegen? Ich renne jetzt gerade und ich kann noch. Wie viel weiter ist eine Frage, die ich noch versuche zu beantworten. Ich bin noch nicht bereit, nach Hause zu gehen, aber eines Tages werde ich es, wenn ich weiß, dass es Zeit ist. Ich finde es interessant, wie wenig wir uns selbst kennen. Wir wissen nicht, wo unsere Limits sind und wir sind unsere eigenen härtesten Kritiker. Wir wissen nicht, wie viel wir erreichen können, bis wir uns wirklich dazu zwingen. Es ist das, was mich vorantreibt, dass ich lernen möchte, wie stark ich bin. Dadurch bin ich so optimistisch. Ich werde eines Tages für das geradestehen müssen, was ich getan habe. Aber heute ist nicht dieser Tag. Sehr philosophisch. Riolo, ich wusste nicht, dass das so, dass es das ist, was du fühlst. Was hast du getan? Wovor rennst du weg? Das macht mir ein bisschen Angst, was Riolo getan hat, ne? Das hört sich sehr ernst an.
Ich habe heute schon genug gesagt. Jetzt bist du dran. Ich weiß, es tut weh, aber es würde mich wirklich interessieren. Wir rennen schließlich beide vor unserer Vergangenheit davon. Wie lange willst du zulassen, dass deine dich so einnimmt? Ich kann nicht. Nicht jetzt. Ich tut mir leid. Ich verstehe. Was auch immer passiert ist, es tut mir leid. Ich weiß, du vertraust mir nicht, aber du kannst dich mir anvertrauen, wenn du möchtest. Oh, und noch eine Sache. Ein weiterer Grund, warum ich immer so optimistisch bin. Ich dachte, ich würde allein sein. Ich dachte, ich würde alleine ein Erkunder werden müssen. Ich war noch nicht mal richtig in Schatzstadt bis heute. Aber ich habe jetzt schon einen guten Freund gefunden. Scheinux, ich bin hier für dich. Denn das ist es, was Freunde tun. Gut, gute Nacht. Gute Nacht, Partner. Ich bin sehr gespannt, was hier mit den ganzen Hintergrundgeschichten los ist. Das ist schon sehr spannend, ne? Mal gucken, was uns da so erwartet noch. Schattenjagen, Kapitel 3. Ne, falsch rum vorgelesen. Zuerst Kapitel 3 und dann Schattenjagen. Es regnet. Oh, und es gewittert. Nicht sehr freundliches Wetter. Ich hoffe, das sind Gläser in den Scheiben. Es regnet draußen ganz schön. Ich habe schon wieder das Gefühl. Was soll ich tun? Ich muss schlafen, aber wenn ich es tue, ich denke, da kann man nichts machen. Wenigstens habe ich mich an diese Nächte gewöhnt, aber irgendwas fühlt sich anders an. Was könnte es sein? Okay. Ach, ich wusste es. Und schon wieder geht es los. Wie lange werde ich denn noch so gequält? Diese Träume fühlen sich immer so real an. Aber warum fühlt es sich anders an? Es ist irgendwie anders als sonst. Ich habe so keine Lust mehr hierauf. Egal wie hart ich mich anstrenge, ich kann nie aufwachen. Es gibt nur einen Weg zurück. Und zwar nach vorne. Wie auch immer, ich habe das schon so oft getan, ich kann es wieder tun. Ich sollte vorsichtig sein. Ich gewöhne mich zu sehr daran, dass Riolo bei mir ist. Aber hier bin ich, ganz allein, schon wieder. Oh. Es macht keinen Sinn, hier zu bleiben. Zeit, das schon wieder zu tun. Okay. Albtraum. Wild ist das. Jetzt spiele ich einfach Riolo, okay. Was, wenn ich hier down gehe? Wenn man im Traum stirbt, stirbt man im echten Leben. Okay, damit kann ich Gegner wegschießen. Das ist schon mal gut, denke ich. Ich habe noch keinen gesehen. Hallo? Sind hier Pokémon? Oh, guck mal, wir können hier Items sammeln. Das ist doch schön. Ich finde das schön. Das ist ja... Irgendwie ist das eine coole Idee mit diesen Albträumen. Und dass das ein Dungeon ist, der Albtraum. Finde ich cool. Ich bin sehr gespannt, was es damit auf sich hat. Oh, eine Sinelbeere. Ich denke, hier gibt es keine Pokémon, oder? Sonst wäre ich sicherlich schon einem begegnet. Darf ich die Items mitnehmen ins Wache? Das wäre cool. Oh, da ist ein Gegner. Ein Vulnona. Aha. Was habe ich denn für Attacken? Donnerschock. Das hat ein IQ-Skill? Das hat ein IQ-Skill, das Vulnona. Okay. Wild. Ha. Huh. Warum verfolgt mich Vulnona in meinen Träumen? Das bedeutet sicher nichts Gutes. Das ist sehr wild. Oh, schlecht. Vielleicht hat es mich nicht gesehen. Hat es nicht. Ha! Ich habe es ausgetrickst. Ist da immer nur ein Vulnona auf der Ebene? Oh. Nein, das ist eine Illumise. Guten Tag.
Was habe ich denn so für Attacken? Ha, hier, Ruckzuckieb. Guten Tag, Donnerschock für dich. Es gibt also noch andere Pokémon. Ein Apfel. Weiter geht's. Mal gucken, wie tief der Dungeon ist. Der Albtraum-Dungeon. Oh, das ist ein schlafendes Vulnona. Wir wollen es mal nicht wecken. Das ist mein Item. Nein. Was ein Quickseed. Was willst du damit? Ah. Paralyse, das ist auch nett. Oh, ich nehme den mit. Ich hoffe, es stört dich nicht. Was haben wir da? Top-Elixier. Gab es bisher auch noch in keinem Dungeon. Die keinem Dungeon. Als wäre ich schon in mehr als zwei Dungeons gewesen bisher. Treppe, Treppe. Oh. Ein Gegner. Ein Zubat. Ja, das war das Böse, das mein Schatz gestohlen hat. Also Shinooks Schatz. Hör auf, die zu heilen. Das ist voll illegal. Oh, da kommt ein. Oh, und Smogon. Ein Belebersamen wäre noch super. Oh. Könntest du das einfach lassen? Weg mit dir. Oh. Oh, fies. Noch mehr Zubat. Oh, ich glaube, ich bin durch. Die Tiefen des Albtraums. Hier bin ich. Das Ende des Albtraums. Wenigstens weiß ich, dass ich mir immer noch selbst helfen kann. Ich bin nicht weich geworden, seit ich mich mit Riolo getroffen habe. Jetzt muss ich hier wieder das hier nur beobachten, dann wache ich wieder auf. Aber das ist so nervig. Warum ich? Warum wird mit mir so gespielt? Wie auch immer. Ich muss einfach weitergehen. Warte, bist du das? Also, nimmst du unser Angebot an? Ich bin verwirrt. Du hast gehört, was Schwalbos gesagt hat. Er sagte, Shinooks wäre hilfreich für die Gilde. Warum soll er entfernt werden? Mich entfernen, was? Nun, er ist vielleicht ein starker Erkunder, aber er hat definitiv zu viel Gepäck dabei. Ich denke, er hat dir nicht mal gesagt, warum er hier überhaupt hergekommen ist. Nun, hat er nicht. Er redet nicht gern über seine Vergangenheit. Nun, wie sollt ihr denn Erkunder werden, wenn ihr so wenig übereinander wisst? Ich denke, es ist das Beste, wenn du Team Mirio beendest und deinen anderen Partner findest. Wenn du Hilfe dabei brauchst, können wir das für dich arrangieren. Wie gesagt, wir würden dich gerne als Teammitglied, als Mitglied der Gilde behalten. Nur nicht Shinooks. Nun, wann würde das passieren? Nun, wir könnten Shinooks heute Nacht noch aus der Gilde eskortieren, wenn du das möchtest. Mich eskortieren? Team Mirio beenden? Ernsthaft? Nun, das ist eine große Entscheidung. Das ist es, aber ich denke, es wäre das Beste für deine Karriere. Es ist dein Traum, nicht wahr? Erkunder zu werden? Oh, mein Mikro fällt. Aber nicht. Nein, hör nicht zu, Riolo. Ich muss darüber nachdenken. Über was nachdenken? Riolo, was ist mit meinem... mein Mikro kippt die ganze Zeit nach vorne. Bleib. Sei fein. Okay. Über was nachdenken, Riolo? Antworte mir. Ich verstehe. Wie auch immer, ich denke, du solltest darüber nachdenken. Ich weiß, das ist ein Traum, aber es fühlt sich so echt an. So ist es normalerweise nicht. Bin ich wirklich so schrecklich? So hohl? Riolo, bitte geh nicht. Ich kann nicht wieder zurückgelassen werden. Nicht schon wieder. Aufgestanden und ab dafür, es ist morgen. Ich wette, jemand hatte eine sehr erholsame Nacht, aber es war nicht Shinooks. Ach, mein Kopf. Hey Shinooks, es ist morgen. Komm schon, steh auf. Shinooks, alles okay? Oh Mann, steh doch auf, alles okay? Ja. Alles gut, du bist wach. Riolo, du. Ja?
Wer sonst? Was ist passiert? Du warst... du konntest nicht aufwachen. Ich hatte echt Sorgen. Du warst auch irgendwie unruhig. Alles okay? Ja, denke ich schon. Danke. Was ist passiert? Hattest du einen Traum? Nun, das Wort würde ich nicht nutzen. Das war eher ein Albtraum. Hey, Lehrlinge, wir warten. Oh, ich denke, wir sollten das später diskutieren. Wir sollten nicht an unserem zweiten Tag auch zu spät kommen. Ja, los geht's. Und drei, mit einem Lachen werden wir es machen. Okay, Pokémon, Zeit an die Arbeit zu gehen. Ah, ihr zwei, guter Job gestern. Kommt mit mir, ich habe noch etwas anderes für euch zu tun. Geschirr abspülen. Aha. Warte. Letztes Mal, als wir einen Job gemacht haben, war es vom Brett auf der anderen Seite. Richtig. Heute werdet ihr einen Job von dieser Seite erledigen. Und was ist damit anders? Seht es euch genau an. Wer sind diese Pokémon? Die Pokémon hier sind Kriminelle. Es sind alles fragwürdige Charaktere und man sucht sie, weil sie... kriminell waren. Warte, sie sind alle gesucht? Richtig. Es gibt Kopfgeld. Um genau zu sein, bekommt ihr Geld, wenn ihr sie fangt. Es gibt heutzutage so viele aggressive Pokémon, dass es echt ein Problem ist. Riolo, alles okay? Du scheinst irgendwie angespannt zu sein. Nein, nein, alles gut. Ich denke... ich dachte nicht, dass wir das so früh machen müssen. Nun, Kriminelle zu fangen ist ein sehr wichtiger Job. Warum sollte man Pokémon helfen, wenn die, die ihnen Schaden zufügen, immer noch draußen rumlaufen dürfen? Ich sehe mich nicht dort. Oh, okay. Ich sollte es aber. Ich muss unbedingt ein Auge auf dieses Brett haben. Nur für den Fall, dass ich auftauche. Nur noch, wie auch immer, so einen Kriminellen zu fangen, braucht etwas Vorbereitung. Ihr, was? Also werde ich dafür sorgen, dass ein anderer Lehrling euch etwas herumführt. Bidiza. Bidiza führt uns herum. Hallo, Bidiza. Na dann. Zeig uns die Stadt, das ist sehr nett. Dann schauen wir uns jetzt mal Schatzstadt an. Okay. Oh, wir suchen uns heute unseren eigenen Job aus. Nun, nachdem ihr gestern so gute Kritik von Team Tasty bekommen habt, auf jeden Fall. Also los. Wir haben gestern den Tag kaum überlebt. Wie sollen wir das jetzt alleine machen? Ja, er ist endlich nicht mehr das jüngste Mitglied. Wie schön. Ah. Aber er... okay, wo ist der Rest von seinem Team? Hör auf zu weinen. Nun, ich zeige euch am besten alles. Kommt mit. Ja, ja, wir gucken uns nicht die Stadt an. Das ist die falsche Richtung für die Stadt. Ah, nee, wir gucken uns erst das hier unten an. Ich denke, das haben wir alle schon mal gesehen, diese Tour, was es hier alles gibt. Mhm. Ja, da drüben essen wir. Er hat das Loch nicht gezeigt, in dem die drin sitzen und die Fußspuren angucken. Das, ja, wäre dumm, wenn ich... Also, wir sind jetzt schon einen Tag hier. Man hätte uns das vielleicht am ersten Tag zeigen sollen und nicht am zweiten, oder nicht? So, auf nach Schatzstadt. Ah, Cameron und sein Team. Wildes Team. Aha, ja. Hier können wir auch speichern, ist klar. Da unten geht's zum Strand, da waren wir schon. Aber das zeigt uns Bidiza nicht. Da ist die Bank. Da ist Krebskorb. Das ist der Hauptplatz von Schatzstadt, ja. Und tagsüber ist es hier so schön. Letzte Nacht war die erste Nacht, in der ich nach Schatzstadt gegangen bin. Ja. Schatzstadt wie immer. Das Team Tasty, hallo. Der Linkshop ist leider nicht da. Traurige Geschichte. Er ist nie da. Ist das normal hier? Dass die Leute in Shops einfach so alles da sind? Nun, nein, das ist nur er. Wer weiß, was er tut, wenn er nicht hier ist. Nun, um genau zu sein, sind ein paar Shops im Moment zu. Aber sie machen in den nächsten Tagen wieder auf.
Kekleon. Kangama-Lager. Sehr gut. Ich denke, das ist alles. Warte. Du sagtest, es gibt ja einen Kekleon-Markt und ein Kangama-Lager? Oh, ja, ist ja am überall Zweigstellen. Zu Hause habt ihr die sicher auch. Ja, haben wir. Ich hatte keine Ahnung, dass das eine Kette ist. Nun, wie auch immer. Kommt und redet mit mir, wenn ihr bereit seid. Ich helfe euch, den Kriminellen auszusuchen. Ah, verstanden. Vielen Dank, Bidiza. Wir wissen es zu schätzen, dass du uns rumgeführt hast. Ha, das ist mir ganz peinlich. Ja. Ich warte auf euch in der Gilde. Tschüss. Auf Wiedersehen. Oh Mann, er weint aber viel. Nun, nicht jeder ist so stoisch wie du. Wie auch immer. Pass bloß auf, dass du dich nicht auch irgendwann so benimmst. Denn dann werde ich ganz schnell kündigen. Ha. Aber mein Optimismus ist okay? Nein, eigentlich nicht. Aber daran kann man sich gewöhnen. Ha. Du magst mich also als Partner. Gib es zu, das wird dir nicht wehtun. Lass uns einfach zum Kekleon-Markt gehen. Dann werden wir sehen, was die Holzsoße für uns hat. Okay, los geht's. Sehr schön. Ich würde aber sagen, das sehen wir uns alles in der nächsten Folge an. Bis dahin, macht es gut und Mirio.